Das waren mal Zeiten. Königreich Jerusalem. Wer geschichtlich sich ein bisschen auskennt, weiß natürlich, was es war und mit welchen Hilfsmitteln der Gewalt es aufgebaut wurde. Wie auch immer, ist heute Königreich Jerusalem Israel. Liegen auch knapp 1000 Jahre dazwischen, zwischen den zwei politischen Gerüsten, die das Land und die Menschen, den Mob, organisiert haben. Und am 7.10., vor knapp 10 Tagen, hat sich, um da möglichst neutral in der Aussprache zu bleiben, hat sich eine Gruppendynamik über die Grenzen, die gesteckten inneren Grenzen, ergeben, bis hinzu, dass Menschen, die sich gedacht haben, naja gut, ich werde mit meinen Freunden jetzt mal schön mal feiern und ein bisschen Musik genießen, damit geendet hat, dass man ein paar Bleikugeln gefressen hat und falls man noch sich, wie auch immer geartet, nicht mehr identifizieren konnte, aber doch leicht atmend alles Frau erkannt wurde, auf dem Laster geworfen und mal weggefahren. Ne, man muss ja irgendwie Content erstellen. Und vielleicht war das ja auch alles eine riesengroße Influencer-Nummer, weil schlussendlich das, was da passiert, großartig. Ein großartiges artige mediale Unterhaltung. Wir haben zig Lager. Die Lage pro Grün, pro Blau. Und jeder beansprucht das Recht für sich. Ist mir aber relativ scheißegal. Warum, weshalb, wieso? Ich sehe das fatalistisch. Ich, Kryptobiert, kenne mich erstens mal zu wenig mit dem gesamten politischen Gedöns da unten aus. Hier in Israel. Was geht mich Israel an? Tut mir leid. Wirklich, bitte nicht falsch verstehen, aber kein Hate gegen Israel, kein Hate gegen Palästina. Geht mich nichts an. Was mich aber angeht, ist dieser Gewulst, geistige Unrat, der sich zu diesem menschlichen Leid, was dort in Israel passiert, umwächst. Das Wort habe ich gesucht. Umwächst. Es sterben tausende Menschen. Und in Israel sterben schon seit Jahren viele Menschen. Aber die Bilder, die am 7.10. erzeugt wurden, gehen schon so ein bisschen unter die Haut. Also ich meine, ich habe schon viel Scheiß im Internet gesehen. Ich habe, ja, ab und zu ist man auch so über ein paar Gore-Seiten rübergerutscht, keine Ahnung, hat man mal sich mal angeguckt. Aber das, wie das alles da inszeniert wurde, das Töten der Menschen. Und wie andere wiederum, wie ich jetzt auch, auf diesem Tod ihren emotionalen und vor allem ihren kapitalistischen Umsatz machen, mit einer moralischen Keule schwingend. Die einen für die Blauen, die einen für den Grünen. Jeder seinen eigenen
Zielgruppe entsprechend kommunizierten, zugesprochenen Botschaft. Da, wo es die meisten Likes gibt, das sprechen wir hin. Kassieren die Views. Views, wir wollten bei Deutsch bleiben und weniger englische Worte benutzen. In diesem Sinne, kassieren die Sichtungen der eigenen Inhalte. Ich bin fasziniert, wenn man anfängt, einfach nur Deutsch zu sprechen, anstatt diesen ganzen beschissenen Englisch, den man sonst auf die, am Tag legt, ja. Wir wollen jetzt nicht mit diesem ganzen Kanackendeutsch anfangen, ja. Oder womit sich jede einzelne ethnische Minderheit hier in Deutschland brüstet, indem sie die deutsche Sprache so verstümmelt, dass man nicht mehr weiß, was Deutsch ist. Beim besten Willen, ich bin da ganz vorne mit dabei, aber heute habe ich irgendwie die Muse in mir gefunden, beziehungsweise die Muse findet man sich nicht in sich, aber während eines Videos, was ich vorher gedreht habe, hat mich die Muse geküsst, mich am Hals gehaucht und gesagt, Roman, sprich mal Deutsch, verfickte Scheiße. Ja, und da habe ich mir gedacht, jo, sprich mal ein bisschen mehr Deutsch. Und das ist genau der Punkt. Wir leben hier in Deutschland. Ja, wir leben hier. Und ich werde jetzt nicht mit Verpflichtungen von Deutschland gegenüber Israel und dem ganzen Politikum anfangen. Ich bleibe weiterhin bei der Kernaussage, dass das moralisch vollkommen in Ordnung ist, das Leid der Menschen auszunutzen, um sich zu profilieren, um mehr Reichweite, um mehr Zielpublikum für den eigenen geistigen Schnonsens zu erstellen. Entschuldigung, nicht zu erstellen, sondern zu erhalten. Jeder Pisser äußert sich dazu. Wisst ihr was, was ich mir dann denke? Ihr moralischen Mistgeburten? Ohne überhaupt sich mit der Begrifflichkeit der Moralität zu beschäftigen, hat jeder für sich die Moral und die Wahrheit beansprucht. Sage ich mir, während ihr euch die Plussis aus den sozialen Medien rauszieht und nebenbei Produktwerbungen platziert oder wie hier bei YouTube Werbungen einblendet, ne? Damit man sich mal was bisschen gönnen kann, nachdem man bisschen Partei ergriffen hat in diesem komplexen Konflikt. Der übrigens mich an eins meiner Videos vor 2 Jahren erinnert, wo es um das Thema die goldene Milliarde ging. Das ist viel komplexer, was da passiert, was da auf uns zukommt. Das ist nicht nur Israel, Hamas und Palästina. Das sind ganz viele Parteien mit den Begriffen. Und alle diese Parteien, die sind mehr... Also ein bisschen, manchmal ausgeben, meine Scheiße. Bewegen die Welt. Nicht du, nicht ich. Und wir können uns darüber aufregen. Und wir können uns so viel Hoss und seinem Kumpel da, der Glatzköpfige, ja. Schnonsens. Man kann so viel übers Wetter reden, man wird es nicht ändern. In diesem Sinne, was haben wir denn da? TA 100. Der Tel Aviv 100 Index. Während die anderen moralischen, moral schwingenden Arschgeburten unserer Gesellschaft Inhalte produzieren, um durch die Sichtigung ihrer Inhalte auf Volksempfängern zu generieren, zu erzeugen, machen wir unsere verfickten Plussis mit Stocks, mit Aktien, mit Hebeltraden. Sehr interessant. Also ich dachte mir, dass wir wirtschaftlich mit Israel schon näher stehen, aber es war schon ein Krampf, halbwegs vernünftige Internetquellen zu finden, Internetseiten, Internetdatenbanken,
Internets, wir verwenden das Wort Internets. Ist ja kein Internet. Net ist ja nicht Deutsch. Internets ist Deutsch. Internets. T100-Index. Auch schon mal ein Video dazu. Das ist ja das Lustige dabei, dass nicht mal bei Wikipedia alle gelistet sind. Nee, also man findet nicht zu allen Sachen jetzt auch die Informationen. Da habe ich jetzt meine Fickbrille hier nach. Da habe ich meine Brille. Kann man durchgehen. Was ich aber viel interessanter fand, war diese Seite. Und da ist jetzt nochmal eine Seite, also das ist jetzt börse.de. Auf börse.de wird angezeigt, welche israelischen Aktien denn hier bei uns in Deutschland gehandelt werden, auf welcher Börse. Ob das jetzt Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart ist. Kannst man sich angucken. Die Recherche zu den einzelnen Aktien ist immer ein bisschen schwierig. Warum, weshalb, wieso? Nehmen wir zum Beispiel jetzt InMode. Klicken wir einfach mal auf InMode. Schau mal her, in Mode, 3 Monate, ein Monat, da, genau da, da ist 10., 7., 8., genau da ist es passiert. Und das Ding ist ja wirklich einen guten Drittel abgeschmiert in Mode-Aktie. So. Was die jetzt genau machen, schwierig zu sagen. Also die Recherche zu InMode jetzt selber muss man jetzt anpacken. Vom Chartverlauf ist es genau das, wovon ich rede, genau das, wovon wir profitieren. Aufgrund der Tatsachen, die am 7.10. in Israel passiert sind, sind Kurse eingestürzt. Einige der Aktien werden weiterhin runtergehen. Andere Aktien, wie zum Beispiel jetzt hier die, ich möchte mich nicht registrieren auf deiner verfickten Seite, Arid, die Arid Industry Strides. Das ist, warum auch immer, fickt er mich jetzt aus der Seite raus. Das ist Verteidigungsindustrie, israelische Verteidigungsindustrie. Die haben hier direkt einen Pump gehabt von 200 auf 200. Nee, sogar auf 300. Das war ein guter Pump von knapp 50%. So. Dann war diese Seite auch nicht schlecht. Das war investing.com. Da konnte man sehr schön Aktien sortieren, israelische Aktien sortieren nach Jahren, wie sie sich in einem Jahr entwickelt haben, wie sie sich in Monaten, in den letzten Wochen entwickelt haben. Da habe ich mir geschaut, na gut, was ist denn jetzt hier? Prinzipiell in den Jahr, 3 Jahren gut gelaufen. Ja? Also was ist schon so halbwegs vernünftig? Weil es gibt auch so israelische Aktien, die haben da auch Penny Stocks. Also kannst du bei TradingView gucken. Ach Gott, das ist auch schlimm, was du alles noch rausgraben kannst aus dem ganzen Geschiss. Wo ist denn das denn? Energy. War das Energy? Nee, das war Betsku war das, genau. Und schau mal hier. Da. Ging runter, aber ist halt nicht total abgeschmiert, ne? Da müssen halt die Chart-Analysten hin. Da gab es halt vorher noch mal einen Abverkauf. Chart-Analyse hin, Chart-Analyse her. Ich mache hier keine Kaufberatung, keine Kaufempfehlung. Es kommt jetzt auch kein Aber. Mir ging es schlussendlich darum. Ah, das ist doch. Das ist doch. Warum machst du das? Google-Hurensohn. Muss ich das Video bearbeiten und da meine E-Mail rauskuschieren. Guck mal, mir werden so Buttplugs angeboten hier. In Werbung, ja, ne, weißt du auch Bescheid. Manche Leute brauchen so einen Buttplug einfach in ihrem Mund. Ja, das ist es. Mehr kann ich, mehr will ich nicht sagen. Ich bin am Ende. Ich habe alles gesagt, getan. Und wer jetzt denkt, so, ah, Roman hätte jetzt hier so voll die geilen Gamepicks gehabt, sind auch ein paar gute Gamepicks mit dabei. Wie ihr die findet, habe ich euch gezeigt. Wie zum Beispiel InMode, ja. Wie ihr da dran geht, habe ich auch gezeigt, ne? Diese drei Kennziffern sind für euch interessant. Dann geht ihr einfach mal durch.
Was gibt's denn hier noch Leckeres? Nova Measuring. Guck mal, hat sogar die 100 gehalten. Hat sogar auf das, was da passiert ist, am 10., am 7.10. sogar einen riesengroßen Fick gegeben. Dann ist natürlich die Frage, wie sieht die Aktie allgemein aus? Die pumpt. Nova Measuring Aktie. Sehr interessant. Weil es auch keinen Dump nach unten, keinen großen Dump nach unten gab jetzt am 7.10. Warum? Ja, weil die Israelis, die Leute, die in den, beziehungsweise nicht Israelis, die Leute, die die Aktien halten, wissen vielleicht, dass dieses Unternehmen kurzfristig, mittelfristig, vielleicht auch langfristig von dem, was gerade in Israel passiert, profitieren kann. Und wenn es jetzt für die einen oder die anderen, das jetzt moralisch verwerflich ist, fickt euch einfach, ganz ehrlich, nehmt euch eure Moral und eure Weltanschauung und steckt sie dahin, wo sie herkommen. Meistens aus eurem geistigen Arschloch. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ihr verfickten Moralisten. Im Namen des Guten und im Namen der Moral sind mehr Menschen gestorben, als im Namen des Asozialen. Ihr seid die Asozialen. Die anfangen, Menschen um sich zu scharen, indem sie den anderen die Menschlichkeit aberkennen. Egal ob blau oder grün, schwarz, gelb, rosa. Tragt eure Religion und eure Weltanschauungen vor sich her, euer dogmatisches, blindes Denken und nutzt es dafür, um andere Menschen umzubringen. Und das spielt keine Rolle, wer und was ihr seid, aber im Namen der Moral, im Namen des Guten, um da vielleicht nochmal die Brücke zu Israel zu schlagen, waren Menschen bereit, Tag für Tag, mit eigenen Händen, Menschen zu töten. Und darüber noch Statistiken zu führen. Und wir reden hier nicht von dieser industriellen Vernichtung, die stattgefunden hat. Ich rede von den Menschen, die Tag für Tag im Namen des Guten, im Namen, konkretes Beispiel, im Namen des Reiches, des Schutzes des eigenen Vaterlandes, Millionen von Menschen umgebracht haben. Und das verstehen viele nicht. Und wir vergessen, ich habe das Gefühl, dass wir dieses Mörden und Töten banalisieren. Es ist sogar eine Schande über mich, dass ich in diesem verfickten YouTube-Video das hier nochmal aufpacke. Aber mir bleibt keine andere Wahl, außer das zu tun, mit dem Ziel, dir die Herzensbotschaft zu geben, Menschen Menschen sein zu lassen. Und jegliches Dogma und politische Überlegenheit, menschliche Überlegenheit gegenüber den anderen nicht zu verspüren und den Menschen, die das einem weitergeben wollen und einem einpredigen, man wäre was Besseres, weil man die entsprechende Partei wählt oder weil man die entsprechende Religion hat oder das entsprechende Aussehen oder Identifikation oder was der Geier was. Dass diese Rattenfänger, diese verfickten Moralisten die das Gute predigen schlussendlich Menschen dazu motivieren, andere zu töten.
ich bin dankbar dafür, dass ich in Deutschland wohne. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt hier diesen Raum verlasse und später auf der Straße bin, sehr gering ist, dass ich getötet werde. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern damals mich nach Deutschland gebracht haben, dass ich hier in Deutschland lebe. Ich bin sehr dankbar dafür. Mir ist ihm nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Ich hoffe, ihr nimmt die Absicht dessen, was ich hier kommuniziere, mit. Und das nächste Mal, wenn ihr euch, wie auch immer geartet, in eurer Umgebung ihr wahrnimmt, dass Mensch einem anderen Menschen seine Menschlichkeit aberkennt, indem er diesen Menschen mit einem Tiere vergleicht oder mit sonst irgendwas, genau da fängt das Böse an. Wir dürfen niemals den Menschen das Menschliche aberkennen. Weil der nächste Schritt ist der grausame Schritt. Grausamer als unmoralisch mit ein paar Kursbewegungen Geld zu verdienen. Bleibt alle gesund. Die Menschen, die euch wichtig sind. Viel Kraft euch, dass wir die Weisheit und die Stärke haben, dass ihr sie habt, dass du sie hast, die Weisheit und die Stärke zu erkennen, was dunkel, was hell ist und vielleicht auch nur das Graue zu sehen. Um das ganze Tubula Rasa der Welt zu überstehen. Weil du und ich, wir sind nur kleine Pisser. Wir sind die Kaffeebohnen, die gemahlen werden. Die Moral, der Glaube hilft uns dabei, das Zermalmen des eigenen Ichs zu ertragen. Fickte Spastis, Hurensöhne, Wichser, allesamt, dabei, Baka. Ich habe genug für heute. Wollte ein schön lustiges Video machen, aber bin wieder natürlich mal abgerutscht in Unwesentliches.